Die ganze zentrale Bedeutung des Exilbegriffes im Judentum weiß darum bzw. wusste darum und meint genau dies. Das Thema Exil ist ein Thema von Entfernung göttlichen Lichtes vom Ursprung, nämlich von ihm, und macht ihn unheil und entsteht Spaltung. Gott, Schechina. Und bei dieser immensen Abwärtsbewegung und dann eingeleiteten Vervielfältigung und Umklammerung durch Schalen geschah ein Phänomen, das wir nennen würden, Schechina vergaß immer mehr, damit kommen wir in einen anderen bekannt verstandenen Begriff, das macht sie zur großen Hure. Hure ist die große Hure. Dieses Bild meint, dass hier die Lichtfunken immer neue, immer unausgewähltere Verbindungen eingingen. Deswegen ich eben sagte, überall ist Schechina Licht drin. Egal, wo sie hingreifen, ob sie sagen, diese edle Vase oder ob sie sagen, hier dieser Klumpen Dreck, das spielt keine Rolle. Licht ist überall drin, eingeschaltet, aber es ist drin. Und das ist das, was dem Höchsten fehlt, das ist das, was die Schechina im Exil hält, in der Gefangenschaft hält. Und sie weiß nichts mehr von ihrer Herkunft. Der Präsens war eben nicht ganz richtig, aber darauf kommen wir. Auf jeden Fall hat sie ihre Erinnerung verloren. Wenn dieses Grundbild bei ihnen angekommen ist, dann wird klar, was in der ersten Säule ausgesprochen war, der Höchste sehnt sich nach der Schechina, seiner Schechina. Etwas vereinfacht ausgedrückt heißt es, übersehen Sie nicht, wo das Interesse des Höchsten liegt an dieser Welt. Es ist keine Frage, ob er sagt, überlassen wir es den anderen, lassen wir sie untergehen, was soll's, mir genügt meine Allmacht. Das ist nicht die Situation. Hier gibt es jemanden, der etwas verloren hat. Eine Hälfte. Licht verloren hat. Der Unheil ist. Klammer auf. Wer Parseval-Thematik kennt, denkt an Amfortas, denkt an den unheilen König. Meint dort eine andere Ebene, aber die Thematik ist eine analoge. Das heißt, der Höchste ist Unheil, er weiß, dort ist sie, weit weg, weit gesunken, zur großen Hure geworden, geht mit allem Verbindungen ein, vermischt sich mit allem und weiß nichts von ihrer Herkunft, weiß nichts um ihn, erinnert sich nicht mehr an ihn. Sie ist in der Welt, in der Gefangenschaft der Welt. Er sehnt sich. Und wenn ich davon sprach, dass er nun eingreift in Heilsgeschichte, dann heißt das in erster Linie auch, er sehnt sich danach, dass seine Schechina zurückkehrt. Dann schließt sich ein Zyklus. Dann entsteht wieder eine Ganzheit, eine Einheit, die ihm immer zugeschrieben wird vorher, die aber so nicht existiert. Alles, was wir machen, als Voraussetzung für Welterlösung ist zu schauen, wie kann die Schechina heimgeholt werden? Wie kann sie zurückgeholt werden? Das Licht, das in den Schalen gefangen ist, Sie hören morgen darüber heiligen Text, wie können die Funken gehoben werden? Wie können wir die Schechina wieder in Kontakt bringen mit dem Höchsten, beziehungsweise genauer gesagt, wie können wir als erstes in ihr Erinnerung wecken an ihre Herkunft, damit sie selber wieder zurückkehrt. Das ist die Hauptaufgabe oder eine der Hauptaufgaben der Kirche Kavana, denn dadurch, dass Kavana als Kirche in die Welt ging, wurde die Schechina wie aufgeweckt, wie aufmerksam gemacht. Das, was Kirche ist, und ich sage noch, ich meine damit weder einen Raum noch eine Organisation, sondern
Kirche im eigentlichen Sinne. In dem Moment, wo Kirche, eine echte Kirche in die Welt kam, wirkt das auf die Schechina wie ein Kleid, wie das Sehen eines königlichen Kleides. Und dieses Kleid, diese Kirche weckte Erinnerung, weckte in ihr Erinnerung an ihre Herkunft, dass sie gar nicht hierher gehört, wo sie ist, sondern dass sie von ganz woanders kommt und wandte ihren Blick wieder nach oben. Und damit begann sie aufzuwachen, begann sie erste Sehnsucht zu entwickeln, auch nach dem Höchsten, begann sie erste Schritte zu tun in die Richtung nach oben. Dieses erste zarte Erwachen, dieses erste Orientieren hat seinen ersten Höhepunkt erreicht in der Nacht des zu Jahresbeginn, würden wir weltlich sagen, des Millenniumwechsels in jener Silvesternacht, in der wir sie geladen haben, was die Bedeutung dieser Nacht ausmachte. Es fand um Mitternacht beim Millenniumswechsel die erste persönliche Begegnung wieder zwischen dem Höchsten und der Schechina statt. Die erste Begegnung und erste Vereinigung. Und ich möchte sehr wohl an dieser Stelle aussprechen, dass wir hier einen Bereich berühren, der ein sexueller Bereich ist. Die Sexualität Gottes. Mit solchen Äußerungen bitte ich Sie, vorsichtig umzugehen in Ihren Gedanken. Nicht zu schnell wegzuschieben und nicht schnell, zu schnell zu greifen. Und trotzdem möchte ich es in den Raum stellen, dass es natürlich eine Sexualität Gottes gibt. Wenn Sie tibetische Gottesdarstellungen anschauen, dann merken Sie, die wussten davon, von dieser Sexualität der Gottheit. Und diese gibt es, und wenn ich von Vereinigung spreche, meine ich Vereinigung. Es ist dann eine andere Frage, was der Mensch daraus gemacht hat und was bei Menschen Sexualität heißt. Aber es gibt eine Sexualität auf höchster Ebene, gäbe sie dort nicht, gäbe sie auch hier unten nicht. Also es gibt eine erste Begegnung zwischen Mann und Frau, zwischen Gott und Göttin, zwischen Gott und seiner Schechina. Und es werden weitere folgen müssen. Das ist der Anfang und schließt noch nicht das Ende ein, aber es ist der Same, der zur Rückkehr führt. Wenn Sie, wie vorhin kurz angesprochen, Schechina auch ganz in die Nähe von Schöpfung und Welt bringen, und das ist so, das reagiert mit, dann können wir dasselbe in anderen Worten formulieren, und dann heißt es, das, was die Welt erlöst, ist, die Welt muss sich wieder erinnern, oder wir können auch konkret sagen, der Mensch, die Menschen müssen sich wieder erinnern an ihre Herkunft. Ich habe mal bei einer anderen Veranstaltung das sogenannte Perlenlied vorgelesen, wo jemand abgesandt wurde und seinen Auftrag vergaß, bis er wieder geweckt wurde, dass er endlich begriff, warum bin ich eigentlich hier, weil er sich verloren hatte. Das meine ich mit dem Hurendasein. Sie können das, was über die Schechina sagte, letztlich wieder auf jeden Mensch übertragen, es bleiben dieselben Worte. Der Mensch hat sich verloren in dieser Welt. Er jagt den verschiedensten Dingen nach. Dort dem Ruhm und dort dem Geld und dort dem Ansehen und dort der Moral und dort der Religion und allem Möglichen jagt er nach und beschäftigt sich und gründet Vereine und predigt und tut und macht. Wie fleißig ist der Mensch? Die Frage sei nur erlaubt, was macht ihr da? Es ist alles gleich unwichtig. Es ist alles gleich unwichtig. Völlig egal, welches Beispiel Sie bringen. Ja, aber der macht dies. Soll er doch. Es hat nur keinen Sinn. Ja, aber der macht doch mehr wie der. Was heißt mehr? Es sind zwei Leute, die etwas Sinnloses machen. Was wollen Sie dort vergleichen? Also, dieser Schritt fehlt dem Menschen. Er ist fasziniert von dem Gewimmel dieser Welt, baut dort Wertungen auf und Ziele auf und nimmt die ernst und jagt ihn nach und führt dafür Kriege und Glaubenskämpfe und sonst was. Kann man natürlich alles machen. Ein Kindergarten, Sandkasten.
Das Einzige, was dem Menschen fehlt, das führt ihm nicht gleich zum Ziel, aber es lässt ihn einen Weg beginnen, ist: Schau doch mal hoch und besinn dich drauf, woher du kommst, wo du hingehörst. Und dann begreif, was du hier machst. Du verplemperst deine Zeit. Warum gehst du nicht wieder heim? Ja, ist das hier alles so sinnlos, dass es hier keine Aufgabe gibt? Nein, das nicht. Eine Aufgabe gibt es hier, aber der wendet sich der Mensch ja gar nicht zu. Die kann er überhaupt erst begreifen, wenn er weiß, woher er kommt, wohin er geht und warum er runtergeschickt wurde oder warum er hier angekommen ist. Vorher kennt er seine Aufgabe nicht und was immer er tut, gibt deswegen keinen Sinn und bringt ihm nichts, außer ewigen Kreislauf. Also, es braucht den Blick wieder nach oben, es braucht die Erinnerung, es braucht dieses einmal innehalten und sagen, was mache ich hier eigentlich? Womit lenke ich mich ab? Woher komme ich? Im Großen, und das ist die Grundlage, sonst geschieht es auch nicht mit der Welt, muss das mit der Schechina geschehen. Wenn es mit ihr geschieht, zieht sie durch ihr Verteiltsein in der Welt Welt mit. Und brauchen wir nicht rumgehen und es jedem wieder einzeln zu erzählen und zu sagen, hallo, überleg doch mal. Sondern das ist der magische Akt, die Schechina muss schauen, die Schechina muss Sehnsucht entwickeln, die Schechina muss wieder hoch wollen zum Höchsten. Das zieht die vielen Zellen, die sie sozusagen an sich hat, die Welt und die vielen Menschen dann mit. Wenn wir ein wenig Vorstellung haben von diesem großen Paar, von dieser großen Polarität, der höchste Gott, die Schechina, und die Entfernung, die steht, und die Sehnsucht, die wirklich wie bei Liebenden ist, die besteht, die bei der Schechina geweckt werden muss, beim Höchsten da ist. Wenn diese Spannung irgendwo für Sie näher gekommen ist, dann ist es an der Zeit, die dritte Säule anzuschauen, der Avatar. Gezeugt in jener Nacht der neuen Zeit, bereit hineinzuspringen in das Rad der Welt, hineinzuschlüpfen in das Kleid des Körpers, bereit hinabzusteigen bis zum tiefsten Punkt, entschlossen, sie zu befreien aus dem Exil, die Welt, die Schechina, auf dass sie wieder werde, was sie vormals war. Der Avatar, das ist ein Sanskrit-Wort und bezeichnet einen Gottessohn. Wir sind hier beim Sohnesaspekt und damit bei dem Ergebnis dieser großen sexuellen Spannung. Bei dem Ergebnis dieser Urpolarität der höchste Tschechiner. Aus dieser Spannung, aus diesem Nicht-Vereint-Sein, und dann der Sehnsucht, die zur Vereinigung führt, entsteht ein drittes. Der Avatar, der Sohn. Und so wurde, und das meine ich wieder sehr konkret, in jener Nacht der Begegnung gezeugt, der Avatar, magisch gezeugt. Und wir luden sie ein zu Epiphanias, um dort diese Zeugung magisch bis zur Geburt nachzuvollziehen. Und es geschah an einer bestimmten Stelle, wo zwei Lichter sich begegneten. Der Avatar ist ein himmlisches Wesen, ein Wesen so konkret wie Gott. Ein Wesen, das
um in der Welt zu wirken, sozusagen wie hinabgezogen, hinabgezeugt werden muss. Und wenn es dann als solches existiert, wieder die Verbindung eingehen muss mit einem Körper, den ein Mensch, kein beliebiger, aber ein großer Mensch, der viel an Weg hinter sich hat und ganz woanders zu Hause ist. Wenn ein solcher Mensch sich gleichzeitig zur Verfügung stellt, wieder in einen Körper zu gehen, zu inkarnieren und einen Körper aufzubauen, obwohl er längst befreit ist, und zwar wirklich längst von diesem Kreislauf und von dieser Notwendigkeit, wenn er es dennoch und freiwillig tut und gewaltige Voraussetzungen mitbringen muss, um ein Gefäß aufbauen zu können für dieses himmlische Wesen, das Avatar genannt wird. Und wenn diese beiden dann zusammenkommen, und das sind sehr komplizierte Vereinigungsprozesse, die hier auseinanderzulegen überhaupt keinen Sinn hat und zu schwierig sind, ich möchte nur darauf hinweisen, bitte keine zu banalen Vorstellungen hier einsetzen. Es ist ein hochdifferenzierter, hochkomplizierter Akt, der Schritt für Schritt stattfinden muss, damit zum Schluss das bei rauskommt, was die Welt so dringend nötig hat. Ein Erlöser, ein Avatar, ein Gottessohn, der hier wirken kann, der hier aus der Vollmacht wirken kann. Das ist zu einfach, wenn man sagt, naja, Gott schickt da seinen Sohn oder der wird geboren oder ein edler Mensch nach vielen Inkarnationen macht das oder irgendetwas. Es ist ein hochdifferenziertes Thema, da wird etwas wirklich künstlich, könnte man sagen, hergestellt. Ich verwende dieses Wort gerne, weil es einen Anklang an alchemistische Prozeduren hat, wo analog dasselbe geschieht. Hochkomplizierte Prozesse, die zum Schluss ein Wunderwerk herstellen, in der Alchemie den Stein der Weisen, etwas, was aus komplizierten Übertragungen und Prozessen etwas macht, was es eigentlich nicht gibt. Und damit Dinge machen kann, die es eigentlich nicht gibt. Auf der Ebene des Menschen, des Avatars, geschieht Analoges. Das ist keine Frage von, welcher Mensch ist das oder welche Inkarnation oder wer war er früher oder wo kommt er her oder ist ein Mensch sein Vater oder doch Gott sein Vater und was ist das mit der Jungfräulichkeit? Überall dort, wo sich Menschen völlig verlieren in nicht verstandenen Bereichen. Vorsicht. Deswegen deute ich nur an, ohne es erklären zu wollen und zu können. Es ist ein komplizierter Prozess, wo zusammengesetzt wird. Es braucht eine ganz, ganz hohe Seele, wie eben beschrieben, die freiwillig inkarniert, damit immense Voraussetzungen mitbringt und bereit ist, den Körper aufzubauen. Über einen ganz normalen Weg ihn aufzubauen, über geboren werden, heranwachsen, gehen lernen, essen lernen, sprechen lernen und so weiter. Wird ein Körper aufgebaut, der bestimmte Voraussetzungen mitbringen muss und haben muss, sonst kann es nicht weitergehen. Aber das alleine ist noch nicht der Avatar. Der Avatar muss gezeugt werden vom Höchsten und der Schechina, wie eben erwähnt. Dann haben wir das himmlische Wesen Avatar, was dazukommen muss. Und dann gibt es in Rhythmen und über Jahre verteilt einen Ausgießungsprozess des höchsten Gottes, der nun Licht wieder ausgießt in diesen zukünftigen Avatar hinein und ihn damit ausstattet. Und das ist ein gegliederter Prozess, das ist keine einmalige Sache. Und muss wie Wachstum Schritt für Schritt in diese Form hineingegossen worden, dass die Form es überhaupt annehmen kann. Und wenn ein solcher Mensch, Seele, so ein zukünftiger Avatar, voll ausgestattet ist, dann ist er Gott. Dann ist Gott Mensch geworden, nicht in dem Sinne, dass Gott dort seinen Ort verlässt und nur noch hier ist in diesem Menschen, aber auch nicht in dem Sinne, hier ist er und da ist ein anderer, sondern in dieser für uns schwer greifbaren Paradoxie,
dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist, das ist eine Ausstattungsfrage, ist eine Vollmachtsfrage, ist eine Lichtausgießungsthematik. Wenn genügend göttliches Licht in diese Form gegossen wurde, ist er Gott, weil er ausgestattet ist mit dem Licht des Höchsten. Und dann kann er wirken. Das meint in Wirklichkeit einen Avatar, das meint in Wirklichkeit einen Gottessohn. Und nur ein Avatar kann hier in dieser konkreten Form als Mensch so weit eingreifen, das heißt hinabgreifen, weil er selbst diesen Abstand überbrücken kann, von dem ich vorhin sprach. Dazu braucht es Körper, menschlichen Körper. Er kann eingreifen, weil er den tiefsten Punkt erreicht hat, um zu wandeln, um die Schechina wirklich zu befreien, um das Licht wirklich zu heben und zurückzubringen. Wie das aussieht, wie das geschieht, weiß ich nicht und kann ich Ihnen deswegen auch nicht sagen. Was ich Ihnen aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass der Avatar auf der Welt ist, dass der Avatar heranwächst und heranreift, und ich kann Ihnen versprechen, dass er in diesem Raum eines Tages anwesend ist. Das kann ich Ihnen alles mit Sicherheit sagen. Was er dann macht und wie das aussieht und ob es dabei was zu sehen und zu spüren gibt oder nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Da muss ich genauso warten wie Sie. Aber die Kirche ist die Vorbereitung für sein Wirken. Wir bauen für ihn die Kirche auf. Wir bauen für ihn die Räumlichkeiten auf. Für ihn bereiten wir alles, damit er einen Ort hat, zu wirken. Das ist es. Wir bauen es nicht für uns, und ich baue schon gar nicht für mich, sondern hier bereiten wir vor. Und wenn ich momentan zentral auf der Bühne sitze, dann verstehen Sie es unter diesem Aspekt. Ich bereite vor. Ich versuche, Ihnen Informationen zu geben. Ich versuche, dass hier was geschieht, dass hier gebaut wird. Ja, ich mache da eine Menge. Aber nicht, weil es mir so gut gefällt, hier zu sitzen oder ich mich sonst am Wochenende langweilen würde, sondern weil das nun zum Auftrag gehört und ich ihn einmal angenommen habe. Aber ich kann für Sie so viel nicht machen, außer dem Gesagten vorzubereiten. Werkzeug zu sein für den, der machen kann, mehr machen kann und mehr macht, als alles Vorstellbare für uns Menschen, was wir denken und fantasieren. Er ist also die Verbindung von Gott und Mensch, von Mensch und Gott. Das heißt, hier findet eine Bewegung statt, dass ganz oben Gott steigt hernieder in den Menschenbereich, Gott wird Mensch. Aber über die Berührung, die noch jetzt möglich wird, gibt es die Möglichkeit, auch für den Menschen Gott zu werden. Und wenn diese Möglichkeit ergriffen wird, entsteht zum Schluss das, was hinter dem Geheimnis des Wortes der Menschensohn steht. Der Menschensohn ist halt das Neues. Es ist die angestrebte Vereinigung von Gott und Mensch. Und es gibt etwas Neues, was dann weder Gott ist, wie er bisher war, noch Mensch ist, wie er bisher war. Des Menschensohn, das Geheimnis, warum sich Schöpfung lohnt, mit allem, was an Leid und an Stürzen und an Misslingen und stattgefunden hat. Dieses Ziel und allein dieses Ziel macht alles wertvoll lohnend, den ganzen Umweg mit all seinen Leiden und Qualen. Zum Schluss steht des Menschensohn. Der Gott, der Mensch ist, der Mensch, der Gott ist. Und so ist es in Wirklichkeit kein Unterschied, ob wir als das letzte Ziel sagen, die Erlösung bedeutet, Gott zu werden, oder ob wir sagen, die Erlösung bedeutet, Mensch zu werden. Beides hören Sie bei uns,
Beides meint aber das Gleiche. Diese Dreiheit ist die höchste Dreiheit und das, was vor und über allem steht. Der Höchste, die Schechina, der Sohn, der Avatar. Dieser Dreiheit war und ist auch unsere Veranstaltungstrilogie gewidmet. Und wenn Sie es aus dem jetzigen Blickwinkel noch einmal anschauen, das Thema, Motto des ersten Festes war: die Heilung des Menschen ist die Heilung Gottes. Es ging um ihn. Bei dem zweiten Fest ging es natürlich um die Schechina, nämlich die Welt des Menschen ist das Haus Gottes oder die Kirche Gottes. Dort wurde hingedeutet auf das Schechina-Geheimnis und den Bezug zur Eins. Und wir treffen uns heute unter der Überschrift: der Schmuck des Erlösers, es ist das Narrenkleid. Ich habe zu Epiphanias über das Narrentum des Erlösers gesprochen und werde es heute nicht mehr tun, außer hier kurz zu berühren. Ich sagte schon einmal: machen Sie sich bitte keine falschen und keine kitschigen Vorstellungen vom Avatar. Streichen Sie alle Bilder, die Ihnen bei diesem Wort naheliegen, alle. Sie werden sehr umsonst ansonsten warten müssen. Der Avatar ist ein Narr. Er geht den Narrenweg. Und diese Narretei, dieses Narrenkleid, dieses Fetzenkleid ist der Schmuck des Erlösers. Auf Anhieb schwer zu verstehen, aber wir kommen noch zu Themen, die vielleicht eine Brücke bauen, dem ein wenig näher zu kommen. Nach dieser Dreiheit kommt als vierte Säule natürlich das Thema: und wie macht man jetzt das alles? Wie sieht die konkrete Umsetzung aus, wenn wir mal diese Dreiheit mit ihren Beziehungen und Themen anschauen? Und die Antwort, die da heißt, die vierte Säule, ist Magie. Magie heißt jenes Tun, dass da allein Welten bewegen kann, dass da allein das Chaos ordnen kann, dass da allein die Macht hat, zu vollenden das große Werk, denn Leben ist Magie. Es gehört immer noch zu den schwierigsten Fragen, die einem gestellt werden können, und sagen Sie mal, was ist Magie? Es gibt so viele Antworten und bei jeder hat man ein bisschen Angst vor dem Missverständnis. Eine Antwort, die ich Ihnen sehr wohl hier übergeben mag, ist, dass jedes Tun, dass der Wiederherstellung göttlicher Ordnung dient, Magie ist. Sie können auch sagen, Magie ist Gottesdienst, aber hier ist Gottesdienst wörtlich gemeint und nicht in bekannter, verflachter weltlicher Form. Denn Gottesdienst ist zu ordnen, das Chaos in Ordnung zu bringen. Denn Freiheit herrscht nur dort, wo in der Ordnung gelebt wird, wo alles an seinem Platz ist. Das meine ich nicht so kleinkariert, wie sich das anhört in der Formulierung und ist kein Aufräumfimmel dahinter, sondern es ist wirklich gemeint, göttliche Ordnung, die es mal am Anfang gab, und wo alles und jedes an seinem Platz steht und damit in Ordnung ist. Und wir werden beim Thema, wenn wir von Gut und Böse sprechen, genauer darauf kommen,
das Problem, das alle beschäftigt, woher kommt das Böse und da gibt es einen Gott und eine Schöpfung und hat er das gleich mitgemacht, das Böse, oder eigentlich nicht, und wenn nicht, wo kommt es überhaupt her? Und dort, wo man sich verliert in vielen Spekulationen und alles eigentlich nicht aufgeht, übersieht man einen Punkt, dass diese, die Antwort auf diese gut-böse Problematik im Ordnungsthema liegt. Entweder alles ist in Ordnung oder es ist nicht in Ordnung. Erst bei nicht in Ordnung entsteht das Böse. Wenn es wieder in Ordnung ist, ist es nicht mehr böse. Dazu braucht man es nicht beseitigen. Man muss es nur wieder an den rechten Platz stellen. Ich komme aber darauf noch zurück. Es mag uns nur hier helfen, was ich meine mit der Formulierung, Magie ist, Welt in Ordnung zu bringen. Magie ist, irgendetwas in Ordnung zu bringen. Magie ist daran arbeiten, wieder die ursprüngliche Ordnung herzustellen, das heißt, die Dinge wieder an ihren Platz zu bringen, wo sie hingehören. Und in diesem Sinne ist es Gottesdienst, denn es gibt nichts anderes, was ihm dient, als diese Tätigkeit. Also die Herstellung göttlicher Ordnung ist das Ziel der Magie. Auf den Menschen bezogen könnte man aber auch sagen, und damit ist nur der Schritt ins Kleinere getan, ein Magier ist der, der sich bemüht, sein Selbst zu verwirklichen und meint, dass selbst auch nur jenen Seelenaspekt, mit dem der Mensch sich erst einmal nicht identifiziert, ihn gar nicht kennt, aus dem heraus erlebt, aber eine Gegeninstanz aufgebaut hat, das Ich, mit der er sich identifiziert. Und solange der Mensch sich mit diesem Ich identifiziert und ihm folgt und seine Handlungen dem Ich dient, ist er kein Magier. Erst nur dort Magier, wo er etwas tut, um das Ich außer Kraft zu setzen, in seiner Position zu schwächen oder wie auch immer, bis zum Beseitigen, und sich hinwendet zu jener Instanz, die ihm erst einmal verborgen ist, dem Selbst, das eben keine grenzsetzende Funktion ist wie das Ich, sich nicht abgrenzt, sondern sich mit allem Sein identifiziert. Und damit ist es der göttliche Aspekt im Menschen, wenn Sie es so formulieren mögen. Damit ist jede Handlung, die dem Ich dient, Zauberei. Zauberei ist gestürzte Magie. Die Welt reagiert heutzutage unglaublich empfindlich auf Magie. Und kaum ein Buch können Sie aufschlagen, das theologisch geprägt ist oder philosophisch geprägt ist, in dem Sie nicht geringschätzige Bemerkungen über Magie finden. Entweder böse Warnende, das sind die, die es überhaupt noch ernst nehmen, oder diese Abwinkenden von archaischer Einstellung, also so ganz früher, wo die Menschen noch so unentwickelt und doof waren und noch keine Wissenschaft hatten, das Licht der Wissenschaft noch gar nicht hatten, da machte man immer irgendwas, also so was Magisches, magisch-archaische Vorstellungen. Beide wissen nicht, wie tief sie irren und wie wenig sie irgendetwas je begriffen haben vom Wort Magie. Bestenfalls, mindestens die Warner, haben noch recht, wenn sie das Wort Magie durch Zauberei ersetzen würden. Es geschieht viel Magie in der Welt, die gar keine ist. Da wird hier ein bisschen gezaubert und dort gezaubert. Das heißt, dort weiß man um bestimmte Kräfte, um bestimmte Techniken mit unsichtbaren Bereichen umzugehen. Man weiß es und setzt sie ein. Wofür? Ja, für das, was ich brauche, für das, was ich will. Ja, was wollen Sie denn? Naja, zum Beispiel, dass diese Frau mich auserwählt. Da machen wir ein bisschen Liebeszauber und hier ein Püppchen und dort ein bisschen und so weiter, ein paar magische Formeln. Ich bin der Letzte, der sagt, das geht nicht. Der Allerletzte. Und wie gut es geht und wie einfach es geht. Wie perfekt es geht. Mit welcher Sicherheit. Gut, dass die meisten nicht dran glauben. Sie kämen aus dem Fingerlecken gar nicht mehr heraus. Es würde nur noch gezaubert werden. Aber ich bin also jetzt nicht hier, der sagt, oh, dieser Aberglaube, das gibt es nicht. Aberglaube ist es. Aber nicht, dass es nicht geht, auch nicht, dass es nicht funktioniert. Sondern es ist gestürzter Glaube. Es ist gestürzte Magie. Das Ich bemächtigt sich bestimmten Zusammenhängen, Möglichkeiten, Prozessen, von denen es mal gehört hat, gelesen hat, irgendwo ergattert hat, und setzt es für sich ein.
Ein bisschen Liebeszauber, ein bisschen Gesundheitszauber. Ja, ist es denn böse? Mich interessiert das Wort gut und böse relativ wenig, aber es ist nicht Magie. Denn es ist ein Ego-Interesse, das erstmal sagt, ich möchte hier ein bisschen gesund werden und ich möchte dort ein bisschen Glück haben und ich möchte dort einen Streit beenden und ich möchte dort, dass es meinem Gegner schlecht geht. Und was es dort alles an Interessen gibt. Es geht nicht darum, was da äußerlich gemacht wird. Es geht darum, wem dient es. Es geht auch nicht darum, dass man nicht magisch heilen darf oder kann, wenn es Magie ist. Aber das geschieht dann, wenn es legitim ist, nur in der Anbindung, in einem Auftrag mit den höchsten Kräften, mit Gott. Ansonsten ist es Zauberei, wenn einer nur eine Methode einsetzt und damit sagt, siehst du, was ich machen kann. Es ist dieselbe Zauberei, die ja in der Medizin funktioniert. Ein neues Mittel, eine neue Operationstechnik, seht, was wir können, wir sind doch schon ganz schön weit. Also es geht nie darum, äußerlich, was wird dort getan. Und weisen Sie mich bitte nicht darauf hin und sagen, ja, aber das, was Sie da machen, das macht man auch dort und die machen doch dasselbe wie hier. Das ist kein Argument, das mag schon sein, das wird häufig so sein. Die Frage ist auf der einen Seite die Anbindung, das heißt, wo die Verbindung hinläuft, woher die Kraft und die Macht genommen wird und in welcher Motivation. Für das Ich oder für das Selbst, für die Ordnung oder für ein Stückchen mehr Chaos. Denn das Chaos und die Unordnung entsteht ja dadurch, dass jeder das tut, was ihm gerade für richtig, was ihm gerade als richtig erscheint, was er haben möchte, was er glaubt, dass jetzt richtig sei. Erst wenn eine Handlung einer Ordnung dient, nämlich der einen Ordnung, dann können wir von Magie sprechen. Viele haben Schwierigkeiten, sich vorzustellen, was ist das, kann es sowas geben, wie funktioniert das? Nun, da gibt es eine Schicht, die ich für relativ einfach halte, um sowas zu begreifen und auch staune, dass die Menschen damit so viele Schwierigkeiten haben. Wenn man aber genauer hinschaut, warum haben die Menschen damit so viele Schwierigkeiten, dann merkt man schnell, nun ja, wir leben in einem Weltbild, das eigentlich außer unserer materiellen Welt nichts anerkennt. Das hat man zwar in der Zwischenzeit immer ein bisschen ausweiten müssen. Am Anfang war es das Sichtbare, Greifbare, jetzt ist es das Messbare geworden, weil da gibt es dummerweise doch dann ein paar Strahlen und ein bisschen was Unsichtbares, was dann doch wirkt und dann entdeckt man es mit großem Fleiß und dann wird so ein bisschen die Grenze verschoben, aber man ist fixiert auf diese Messbarkeit und damit Begreifbarkeit über die fünf Sinne, auch wenn ein paar Geräte dazwischen geschaltet werden. Letztlich muss irgendwie etwas so sinnlich wahrnehmbar sein, dass es überhaupt existieren darf. Das ist Krux der Wissenschaft, dass da verschiedene Bewegungen seit Beginn der Physik bis heute stattgefunden haben, ist uns allen bekannt und fördern auch viel Widersprüchliches, aber summa summarum leben wir in einem Weltbild, das unglaublich materiell, konkret, sinnesbedingt ist. Und das ist das eigentliche Problem. Solange der Mensch sich nicht dafür öffnet, dass es jenseits, das meine ich nicht im spirituellen Sinne und spiritistischen Sinne, sondern dass es jenseits des rein messbaren, materiellen noch etwas anderes gibt, was eben nicht materiell ist, dennoch konkret ist, dennoch formal ist, aber nicht so materiell wie das, was wir hier anfassen können, solange dafür keine echte Offenheit besteht, gibt es auch keine Möglichkeit, irgendwie über Magie zu sprechen oder dort etwas zu begreifen. Aus meiner Sicht ist ja die wissenschaftliche Haltung in einem Ausmaße dumm, dass man wirklich staunen muss, dass diese Dummheit mit der Zeit nicht auffällt. Denn es genügt ja, wenige Dinge einfach nur mal aufmerksam zu betrachten, um eigentlich zu erkennen, an dem Weltbild kann ja was nicht stimmen. Es genügt, einen Menschen zu betrachten, besonders dann im Augenblick, wo er stirbt, und danach die Leiche zu betrachten. Und da müsste ja nun auffallen, dass da irgendwas geschehen ist, nämlich etwas, was man eigentlich nicht messen kann, ist weg. Und das, was man immer schon messen konnte, ist da geblieben. So wichtig ist es auch nicht, werfen wir letztlich weg, verbrennen wir, vergraben wir, brauchen wir jetzt auch nicht mehr groß. Warum? Na, weil da etwas jetzt nicht mehr da ist. Was? Leben, sagen wir. Na gut, ist doch schon mal eine Antwort. Und was ist Leben?
Und jetzt wieder rückwärts zu schließen und zu sagen, all das, was jetzt fehlt, Leben, Bewusstsein, das, was jetzt nicht mehr da ist, ist vorher, als es da war, nur ein Produkt dieses Körpers gewesen, hat was unglaublich Naives. Dieser Rückschluss, weil man dann sagen muss, na, warum produziert er denn nicht weiter? Ja, da kann man irgendwelche Antworten konstruieren und sagen, das ist zu schwach geworden, das hat sich verbraucht und das ist so. Nun ja, gut, aber auch da ist die Frage, warum macht es denn nicht immer? Aber zu sagen, dieses ganze Phänomen, da gibt es einen bewussten, lebenden, erlebenden, denkenden, sprechenden Menschen. Und das gibt es nur deswegen, weil da so ein paar Körperzellen so fleißig sind und so Gehirnzellen so fleißig sind, dass sie nichts anderes zu tun haben, wie Bewusstsein zu produzieren wie eine Maschine, wie Leben zu produzieren wie eine Maschine, das dann so unterschiedlich noch aussieht, bezogen auf den Menschen, auf den Menschen. Warum hat er andere Gehirnzellen? Ja, die Vererbung. Es gibt immer eine Antwort, die das Problem um einen Schritt verschiebt. Nie dazu führt, mal innezuhalten, zu sagen, kann denn dieses Konzept einen Sinn haben, dass man reine Materie, unbelebte Materie aufeinander stapelt und es fängt einfach irgendwann an zu denken, zu leben und zu sprechen. Hier ist so ein Schwellenwert, wo man innehalten müsste. Das kann man auch in einer Pflanze beobachten, könnte man auch am Tier beobachten, das könnte man an tausend von Stellen beobachten, wenn man unvoreingenommen an das Thema ging, was man nur nicht mehr tut. Man hat sich einmal festgelegt, und nun muss die Seele des Menschen ein Produkt eines Gehirns sein und so weiter, das Leben ein Produkt sein von Herztätigkeit. Es wird alles auf die Funktion reduziert. Es wird nicht gesehen, dass hier zwar Analogien bestehen, dass dort Umsetzungen bestehen, sondern es wird einfach reduziert. Es wird das Radioprogramm reduziert auf den Radioapparat. Der produziert das Programm. Man muss sagen, ist naiv, mehr kann man eigentlich da nicht kommentieren. Insofern wollen wir uns dabei nicht zu lange aufhalten, hier in diesem Kreis, und will ich nur sagen, es ist eine Frage des Weltbildes. Ein offizielles Weltbild kann Magie nicht akzeptieren, das kann ich nachvollziehen. Weil man dort nicht weiß, um andere Ebenen, um Formen, die nicht materialisiert sind, aber Form sind, weil man nicht weiß um Feinstofflichkeit, um diese vielen Schichten, die es hier gibt, bis hin zu verschiedenen Welten, auf die wir noch zu sprechen kommen. Wenn man das nicht akzeptiert, wenn man nicht bereit ist, das zu akzeptieren, wenn man sich dem nicht hinwendet, dann würde man es, muss man zwar eine Menge von Schritten tun, aber dann werden diese Dinge sehr konkret und keine Glaubensinhalte. Ich sage Ihnen hier nicht, wir glauben daran, dass es die gibt, warum, weil es in alten Büchern geschrieben ist, sondern wenn man täglich da mit und darin arbeitet, wenn man wirklich tägliche Arbeit leistet, auf anderen Ebenen, in anderen Welten mit dem menschlichen Auge erst einmal unsichtbaren Wesen. Wenn man nur damit über Jahre arbeitet, dann hat man nicht das Gefühl, dass man einem Glaubenssatz hinterherlebt, sondern da weiß man schon, was man tut. Dorthin kann, es ist heikel zu sagen, jeder kommen, aber dahin gibt es für den Menschen einen Weg. Er muss einen Weg zurücklegen, dann kommt er schon irgendwann mal dort an, wo er diese Dinge wahrnehmen und erleben kann. Und in der Wissenschaft ist es auch nicht anders. Bis man dort mal zur Erfahrung kommt, ob es ein Teilchen gibt oder ein Atom oder sonst etwas, muss sich auch dort jemand weit bewegen in ein System hinein, bis er damit als Erfahrung arbeiten kann. Zurück zu unserem Thema. Magie ist eine Arbeit, und ich betone das Wort Arbeit, eine konkrete Arbeit, nur auf normalerweise anderen Ebenen, in anderen Welten, das heißt unsichtbaren Bereichen. Die Arbeit ist so konkret wie bei Siemens und bei BMW. Da gibt es eine Zielvorstellung, wir wollen irgendetwas zum Schluss haben. Es soll was bei rauskommen. Irgendeine Zielvorstellung gibt es, ein Ergebnis, das man anstrebt. Dann gibt es Material für diesen Prozess, dann gibt es Werkzeug für diesen Prozess und dann gibt es eine Arbeitsanleitung. Und wenn man das in günstiger und gescheiter Weise zusammennimmt und dann arbeitet, indem man das Material nimmt, mit geeigneten Werkzeugen etwas macht und bearbeitet und die Arbeitsanweisung strikt einhält, die jemand gibt, der weiß, wie es geht, dann kommt zum Schluss normalerweise das bei raus, was man wollte. Macht man einen Fehler,
wird das das Ergebnis beeinflussen. Ist der Fehler klein, wird man es ausbügeln können. Ist er riesig, wird was völlig anderes rauskommen. Das heißt, das Ergebnis scheitert schlicht. Genauso ist Magie. Wenn wir eine magische Arbeit tun, dann gibt es ein Ziel. Was wollen wir denn erreichen mit dieser Arbeit? Dann gibt es Material, das heißt, wir schauen uns an, was brauchen wir für diese Arbeit. Da gibt es dann in der rituellen Magie bestimmte Formen. Das heißt, wir brauchen da eine Kerze, wir brauchen eine rote, wir brauchen eine Bienenwachskerze. Wir brauchen dort ein bestimmtes geweihtes Wasser, wir brauchen dort dieses Gefäß aus Holz oder aus Metall oder was es ist. Man muss wissen, was braucht man für diesen Prozess. Wie ein Musiker wissen muss, wenn er spielt, was brauche ich für ein Instrument. Naja, und dann gibt es eine Arbeitsanweisung, ein Ritual, eine Ritualvorschrift. Und die muss man peinlichst befolgen. Und wenn man das tut, kommt normalerweise das bei raus, was bei rauskommen soll. Passiert ein Fehler, muss man schauen, wie groß ist er denn? Kann ich ihn in dem Moment, wo ich ihn bemerke, noch korrigieren? Bemerke ich ihn nicht, dann merke ich es erst am Ergebnis, dass dort ein Fehler drin ist. Und dann kann ich suchen, warum ist er drin. Oder mache ich einen großen Fehler, dann muss ich sagen, Pech gehabt. Nicht geglückt, Ergebnis nicht erreicht. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Bei dem Ritual im Herbst, an dem wir aus Religionen und religiösen Strebungen Licht einsammelten und bargen und übertrugen, wurde an einer Stelle, an einem Punkt, bei einer religiösen Linie, wurde ein Reihenfolgefehler kurz gemacht im Löschen der Kerze. Damit ist es nicht geglückt und wird morgen wiederholt. Nicht geglückt, das ist ganz banal. Warum? Es wurde ein Fehler gemacht. Der sieht so harmlos aus, den merken Sie gar nicht. Es ist eine Reihenfolge, wann eine Lichtflamme rüberkommt oder nicht rüberkommt. Nur wenn es nicht stimmt, stimmt es nicht. Weil wir bewegen mit jeder Flamme Großes, überdimensional Großes. Und damit sind wir beim zweiten Thema. Das erste hieß also, Magie ist Arbeit, konkrete Arbeit, nur in Ebenen, in Welten, die jetzt nicht die materielle ist, wo die Leute wissen, wie man arbeitet und die Arbeit kennen. Magie ist die, die ein Stückchen höher anfängt und sich dann eventuell sehr weit hoch bewegt. Das zweite haben wir eben berührt, nämlich, wie macht man das? Naja, das, was ich eben Material nannte, das sind Formen. Das heißt, da wir Menschen sind, wie wollen wir Unsichtbares bewegen? Wir können es nur dadurch bewegen, dass wir die unsichtbaren Dinge, Wesen, Themen, was immer es ist, gerade im unsichtbaren Bereich, anbinden, wie mit einem Faden, anbinden an etwas Konkretes. Und wenn das geschehen ist, dann brauchen wir das Konkrete nur von hier nach dort bewegen und es bewegt sich das andere mit. In unserer Zeit doch eigentlich einfach vorstellbar, denn im Bereich der Computer machen ja alle Menschen heute das. Die bewegen banal eine Maus oder eine Tastatur. Etwas ganz banal Konkretes. Ja, ist denn das so großartig, dass diese Maus alles erzeugen kann? Kann diese Maus rechnen? Kann diese Tastatur schreiben? Naja, letztlich nicht. Sie tut es nur dadurch, dass da ein Programm angebunden ist. Wenn keins angebunden wäre, würde es gar nichts bewegen, die gute Maus und die gute Tastatur. Ist aber ein anspruchsvolles oder weniger anspruchsvolles oder sehr anspruchsvolles Programm angebunden, kann man beliebig anspruchsvolles durch die gleichen einfachen Bewegungen steuern, verändern, kann man Prozesse ablaufen lassen. Das heißt, wenn wir eine Kerzenflamme von hier nach dort transportieren, ist das zwar äußerlich unsensationell, nur ist es genauso unsensationell, wie wenn Sie mit Ihrem Cursor von hier nach hier gehen. Mehr ist es nicht. Das ist keine Zauberei. Nein, ist es nicht. Wir gehen mit der einen Form dort rüber. Und wenn Sie fragen, und warum sagen Sie dann, das wäre die hohe Magie? Muss ich sagen, naja, wir haben vorher an dieser Kerzenflamme etwas Gewaltiges angebunden. Und an die andere was anderes. Und da im Hintergrund sozusagen jetzt die unsichtbaren Welten mit sich bewegen müssen, wenn wir Formen bewegen. Wenn wir die Formen wie Steuerungsknüppel verwenden, wie Cursor verwenden, dann können wir beliebig Großes, beliebig Hohes bewegen. Das ist das Geheimnis der Magie. Und eigentlich ist es nicht so groß. Und staunlich, dass
Menschen unserer Zeit solche Schwierigkeiten etwas damit haben, es zu begreifen. Magie ist eine konkrete Arbeit in anderen Bereichen. Je höher diese Bereiche sind, je gewaltiger die Prozesse sind, die dort ausgeführt werden, naja, umso mehr muss man sozusagen den Eingriff dorthin schützen, kontrollieren. Also das wäre sozusagen in unserer Welt ein Rechner in einem Verteidigungsministerium oder so etwas, muss geschützt werden, damit nicht irgendeiner da mal mit rumspielt und ein paar Raketen startet und sagt, naja, bin gerade vorbeigekommen, habe mal drauf gedrückt, wusste ich ja nicht, was da geschieht. Im selben Sinne muss Magie, die sehr weit reicht, gesichert werden, geschützt werden. Magie ist Macht, unbeschränkte Macht, weswegen die Leute solche Angst davor haben. Und ich gebe es zu, es ist unbeschränkte Macht. Und niemand, der Magie versteht, macht einen Hehl daraus. Es ist Machtausübung. Nun, jetzt kommen wir wieder zum Anfang. Wem dient die Magie? Dem Ich. Jetzt wird es gefährlich. Denn das wissen wir aus der Welt, wenn ein Ich sich im Machtwahn mal ergeht und damit berauscht, was dann geschieht. Die Macht ist nicht schlecht. Die Frage ist immer nur, wer steuert die Macht, wer macht was damit und für wen macht er es? Und so gibt es in der wirklich hohen Magie eine Sicherheit, nämlich die Verbindung zu einer Form wird von oben vorgenommen, nicht vom Menschen. Und das sichert, dass der Magier nur im Auftrag arbeiten kann und man ihn wieder sozusagen die Möglichkeit nehmen kann, indem man die Verbindung wieder nimmt, durchschneidet. Dann kann er da unten Kerzen bewegen, so viel er will. Es geschieht gar nichts. Genauso wenig, wie wenn Sie zu Hause einen Tisch decken und eine Kerze draufstellen. Es geschieht gar nichts. Mit Anbindung von oben geschieht so Gewaltiges, wie Menschen sich wirklich nicht vorstellen kann. Das kann ich mit Überzeugung sagen, denn wir haben, als wir angefangen haben, nie nur im Leisesten geahnt, wohin das führen kann. Dann geschieht Unglaubliches. Und je höher die Magie wird, umso einfacher werden die Formen, weil es nur noch um die Anbindung geht. Und man kann mit winzigen Bewegungen, mit wenig Aufwand, mit wenigen Griffen Dinge bewegen, die über den Horizont des Menschen Vorstellbaren hinausgehen. So weit ist die Spannweite zur Magie. Und das ist auch der Grund, warum jemand, der wirklich mal hineinwachsen will in echte Magie, in wirklich angebundene, von oben ermöglichte Magie, ja, der muss einen Weg gehen, der muss einiges an Prüfungen durchlaufen. Denn eins muss er aber auf diesem Weg weitgehend unter Kontrolle bringen oder sogar aufreiben, das ist ein Ich-Anspruch. Ich mache, ich tue, ich verändere, ich. Das muss weg. So jemandem gibt man nicht Magie in die Hand. Und dann fängt er an und sagt, ich erlöse die Welt, ich verändere die Menschen. Sondern er muss hineinwachsen in den ersten wichtigen Voraussetzungspol der Magie, in Demut, in die Bereitschaft, Werkzeug zu sein, Arbeit auf Anweisung zu verrichten und darauf zu verzichten, selber immer alles besser zu wissen. Dann entsteht hohe Magie, höchste Magie. Da, wo das nicht der Fall ist, kippt es in die Zauberei, egal wie vornehm das Außen bemäntelt wird, welche Worte verwendet werden, wie das Ganze eingehüllt wird. Es ist Zauberei, es ist das, was man den Sturz eines Magiers nennt. Wenn er was gelernt hat, wenn er was kann und ihm die Verbindung genommen wird, dann bleiben so ein paar Reste, mit denen man in der Welt immer noch ein paar eindrucksvolle Dinge machen kann, aber es ist keine hohe Magie mehr möglich. An diesem Punkt sind wir dann auch bei der Frage, und was ist mit der schwarzen Magie? Und die Antwort heißt, es gibt keine schwarze Magie. Es gibt auch keine weiße, es gibt Magie. Magie ist Magie und ist genauso neutral wie eine Axt. Interessant wird es höchstens dann, wenn man guckt, wer nimmt denn die Axt in die Hand und was macht er damit? Spaltet er gerade Holz für den Ofen oder zerkleinert er seine Schwiegermutter? Das ist der Unterschied. Aber der liegt nicht in der Axt.
Und ihr könnt sagen, sie war gut oder nicht gut im Sinne von brauchbar, aber nicht im Sinne von gut und böse, von schwarz und weiß. Sie müssen dann auf den Menschen schauen und bei dem, wofür er gerade arbeitet und sagen, naja, das, was der mit der Axt macht, unterscheidet sich gewaltig von dem, was der mit der Axt macht. Und so ist es mit der Magie. Sie brauchen nicht Magie anschauen. Sie können bestenfalls den Magier anschauen und sagen, was macht der und wem dient er? Und dann können Sie sagen, naja, was der da so anstrebt und versucht zu machen, scheint eher schwarz zu sein und das andere scheint eher weiß zu sein. Wobei ich auch bei dieser Unterscheidung nicht glücklich bin, denn das, was dann an schwarze Magie genannt wird, ist bereits Zauberei und man könnte das Wort schwarze Magie auch wieder streichen. Mir wäre lieber, Sie unterscheiden zwischen Magie und Zauberei und nicht zwischen schwarz und weiß, weil das irreführend ist und den Begriff der Magie belastet. Magie ist weiß insofern, dass sie, wenn sie wirklich Magie ist, dem Höchsten dient, der Erlösung der Welt dient, der Ordnung der Welt dient, Gottesdienst damit ist. Ja, ich bin an einem Zeitpunkt angekommen, wenn ich recht schaue, und es ist so, da Sie eine Pause verdienen und die möchte ich Ihnen gönnen, bevor wir nach der Pause uns der fünften Säule der heiligen Lehre zuwenden. Gesagt ist in jeder Rede, wenn sie aus der Lehre kommt, alles. Gesagt ist in jeder Rede, wenn sie nicht aus der Lehre kommt, nichts. Nur die Lehre ist Leben, denn alles, was nicht die Lehre ist, ist tot. Die heilige Lehre ist jenseits von Gut und Böse. Sie ist nur rein. Wir berühren mit dem Thema heilige Lehre ein ähnlich schwieriges Gebiet wie die bisherigen Themen, die wir besprochen haben, obwohl sie vielleicht einfacher klingen mag, diese Säule, denn viele Menschen sehen in heiligen Büchern heilige Lehre erstmal sehr unterschiedliches, die einen meinen, es sind alte, ehrwürdige Bücher, alte, ehrwürdige Geschichten, Lebensweisheiten, die in etwas verpackt sind. Da gibt es so die verschiedenen Ansatzpunkte, wo gerade in der modernen Zeit bei uns auch, und das ist gerade so verwunderlich, aus der Ecke der Theologie, Schriften wie die Bibel immer mehr zerlegt werden und zergliedert werden in funktionale Herkunftstheorien und unterschieden wird zwischen dem und dem und dem, was sich irgendwann zu einer neuen Synthese vereinigt hat und, und. Und das ist natürlich besonders verblüffend, wenn dies aus einer Ecke kommt, wo man immerhin für lange Zeit noch heilige Lehre als das Wort Gottes in Ehren hielt und ihm Verehrung entgegenbrachte bis zu rituellen Bezeugungen, das Buch zu küssen, bevor man es aufschlägt und so weiter. Wir sehen also da die Entwicklung in der modernen Zeit, wie sie immer mehr wegkommt von dem eigentlichen Begriff, was es heißt, heilige Lehre, ein heiliges Buch, ein heiliger Text, hin zu einem Buch, und vielleicht schön und vielleicht lehrreich und, aber ein Buch. Es ist schwierig für den heutigen Menschen zu begreifen, was die Größe heiliger Lehre ausmacht und worin sie sich unterscheidet von anderen guten Texten, gescheiten Texten, wichtigen Büchern und so weiter. Wir rühren bei dem Thema an das Geheimnis der Sprache und könnten an der Sprache und den Sprachtheorien eine ähnliche Entwicklung nachzeichnen. Der Mensch der heutigen Zeit kennt auch bei der Sprache nur noch den funktionalen Teil und das meint
den Informationsteil. Sprache ist für den Menschen heutzutage ein Thema von Information. Informationsübermittlung. Immer mit der Frage, verstehe ich das nicht? Was habe ich jetzt an Informationen bekommen? Brauche ich die Information? Alles ist informationsabhängig. Und damit ist verloren gegangen ein ganz anderer Aspekt der Sprache, der mit Information gar nichts zu tun hat, nicht mal eine Berührung hat. Nämlich die Gewalt der Sprache, das Besondere an dem Thema Sprache, das herrührt aus der Tatsache, dass die zweite Schöpfung durch Sprache geschaffen wurde. Nicht die erste, sondern die zweite Schöpfung. Die, die Sie aus der Bibel kennen, diese Schöpfung ist aus Sprache geschaffen, durch Sprache geschaffen. Und das, was Sie dort lesen, und Gott sprach, es werde Licht, ist wörtlich gemeint und wörtlich zu verstehen und nicht wieder zu zergliedern in intellektuelle Spekulationen von, was es eigentlich meint oder meinen könnte oder warum eine solche Formulierung gewählt wurde, sondern es ist wörtlich gemeint und Gott sprach und damit kommt eine Qualität in die Welt, Sprache als ein besonderer Aspekt des Lichtes, wir kommen darauf noch zurück. Es wird Sprache ausgegossen und über Sprache geschöpft. Wer das wirklich weiß und versteht, was das meint, würde auf Geheimnisse stoßen, die riesig sind. Würde Dinge verstehen und erkennen können, die zu den gesuchtesten und geheimnisvollsten zählen. Und gar nicht so schwierig sind, wenn man einmal begreifen würde, was der Satz meint und Gott sprach, es werde Licht. Und wirklich von diesem Sprechen ausgeht. Es ist wieder nicht anthropomorph gedacht. Und trotzdem ist es ein Sprechen. Und mag sich dieses Sprechen nicht so angehört haben,